Hallo Leute, weit geht's bei Rule of Rose. Ja, wir sind hier in dieser komischen Villa bereits wieder und ich habe hier eine geile Axt. Und diese verkackte Musik, sie nervt mich jetzt schon wieder. Ich muss das Ganze ein wenig runterdrehen, Moment. Nee, das war lauter. So ist besser. So. Gut, aber wo soll ich jetzt hingehen? Ich würde sagen, wir gehen halt nach oben. Nicht wahr? Denke ich mir. Oder was soll ich machen? Ja, ich denke, wir gehen mal in diesen bösen Raum da. Und der müsste hier gewesen sein? Fragezeichen. Ihr wisst schon, welcher Raum ich meine, oder? Mit diesem Kasten da an der Tür. Oder kann ich jetzt hier weiter? Schlafsaal. Oh, vielleicht kann ich jemanden im Schlaf töten. Nee, so feige ist Jennifer nicht. Hallo? Sieht total motiviert aus. Musst du putzen, hä? Wo bist du? Wo bist du? Hä? Ah, da ist sie. Bam! Okay, dann halt nicht. Ganz gleich, wie das arme Mädchen mit der entschlossenen Prinzessin redete, starrte diese nur lethargisch. Was ist lethargisch? Schlafend oder wachend war das Mädchen allein. Was für ein trauriges, glückloses Mädchen. Hast du mir gerade einen Zettel hingeworfen? Oder was ist das? Jennifer hob einen zerknüllten Zettel auf, der auf sie geworfen war. Darauf stand: Entschuldige dich durch deinen Tod. Bitte, was? Bitte, was? Habe ich den Zettel jetzt im Inventar? Nee, scheinbar nicht. Was ist denn los mit dir? Sie will nichts mehr sagen. Ich soll mich mit meinem Tod entschuldigen. Bist du scheiße? Sonst gibt es scheinbar nichts. Ich dachte schon, ich sei jetzt per Zufall richtig gegangen. Nee, ich wollte nur sehen, ob mich diese Schiene, die auf dem Boden gezeichnet ist, noch irgendwie weiterführt oder so. Andere Idee. Nee, was? Ah, jetzt bin ich... Ach so, hab verstanden. Das Haus hat ja auch noch eine Hintertür. Eventuell komme ich da raus. Weil, machen wir uns nichts vor, das wäre eigentlich das Sinnvollste. Hier ist Haus verlassen und ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Nähzimmer. Hier ist bestimmt Amanda drin, oder? In der Tat. Okay, da ist ein Bettchen quasi mit einer Puppe drin. Was steht da? Will sie nichts dazu sagen? Was steht da auf dem Tisch? Auch nichts. Was sagst du mir? Nichts. Doch. Das Verhalten des kleinherzigen Mädchens, das sich auf seine Arbeit konzentrierte, erschien gekünstelt und unnatürlich. Das arme Mädchen wurde traurig. Und dann war es wieder allein. Was für ein armes, unglückliches Mädchen. Bam! Dann halt nicht. Ja, so wie die da näht, ich meine, das kann ja nichts werden. Sowas von nicht. Ey, die sind doch alle scheiße, diese Kiddies. Was? Wo kam das jetzt her? Jennifer hob einen zerknüllten Zettel auf, der auf den Boden geworfen wurde. Darauf stand: Du erhältst deine verdiente Strafe. Wer hat das geworfen? Die Tür war bereits zu, verdammt nochmal. Was ist denn los mit euch? Bibliothek. Lass mich raten, da ist die Kleine mit der Brille drin. Die mit dem grünen Kleid. Ja, die. Ah, die sind zu zweit. Naja, gut. Ja, habt ihr gesehen, die eine war zu dumm, um die Bücher hinzustellen. Hehe. Dumme Kiddies. Was sagt ihr mir denn? Was habt ihr denn da? Ich will auch sehen.
Die zwei Prinzessinnen ließen das arme Mädchen nicht an ihrem Gespräch teilhaben. Überall ist es ganz allein. So ein armes, armes Mädchen. Wehe, ihr werft mir jetzt auch einen Zettel hin. Nee, ihr seid jetzt fertig mit der Arbeit. Hä? Look, look. Die schließen mich total aus. Was soll der Scheiß? So, der Müll. Kann ich deine Bücher wieder umwerfen hier? Nee. Die sagen auch nichts. Ja gut, dann verpisst euch halt. Blöde Kinder, ey. Gehen wir, Brown, komm. Habt ihr gesehen, das kam aus dieser Richtung geflogen und da ist gar keine. Seht euch das an, da ist ein Bild von einem Luftschiff. Interessant. Brown, geh bitte weg. Soll ich das überhaupt lesen? Wäre vielleicht besser nicht. Darauf stand... Bettler plus Dieb, gleich schlimme Jennifer. Ich bin kein Dieb und zur Bettlerin habt ihr mich gemacht. Verdammte Kinder. Ich mag euch nicht, versteht ihr? Ihr seid scheiße, seid ihr. So, diese Tür hier müsste richtig sein. Ja gut, es gibt bestimmt noch mehrere Wege. Ja. So, dann könnten wir da lang und dort lang, aber wir gehen die Treppe hoch, komm. Ja, es bringt eh nichts, wenn wir hier noch weiter uns mit den Kindern abgeben, glaube ich. Hier ist zu. Und hier? Ist auch zu? Ja gut, dann verwerft ihr diese Idee gleich wieder. Nun gut, hätte ja sein können. Was haben wir denn hier? Muss ich jetzt mit allen Kindern sprechen oder was willst du von mir, Spiel? Das verstehe ich jetzt halt gerade irgendwie nicht. Was haben wir hier? Wieder der Haus... Was? Ich verstehe den Aufbau dieser Villa nicht. Jennifer? Jennifer? Irgendwie reagiert gerade mein Controller nicht mehr, obwohl da das rote Lämpchen leuchtet. Was ist denn los? Moment mal. So, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was war. Ich habe den mal kurz ausgesteckt und wieder eingesteckt. Keine Ahnung, was... Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ja, mein lieber Controller, ich weiß ja nicht, aber es gibt Momente, da solltest du nicht einfach aufhören zu funktionieren, ja? Ich meine, jetzt bin ich dir nicht wirklich böse. Wirklich, das ist okay. Aber wenn jetzt hier Gegner da wären, dich weder angreifen noch pausieren könnte, das wäre nicht ganz so okay. Finde ich jetzt, ja? Mein Gott. Ich laufe hier ständig im Kreis, kann das sein? Okay, dann suchen wir jetzt halt mal die Hintertür. Oh, es ist so verwirrend hier. Hier geht's wieder zum Keller und da haben wir alles gesehen eigentlich. Da ist die Hintertür, ich sehe sie doch. Oder geht's hier in den Innenhof? Innenhof, ja, Tatsache. Hier wurden wir begraben. Da leuchtet was. Hier. Ochen. Was zum Teufel ist Ochen? Was ist das? Ochen. Das sind Knochen. Keine Ochen. Was? Ein leckerer Knochen. Da wedelt der Hund mit dem Schwanz. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob das dann eine Heilung ist für Brown oder... Oder was das sonst ist. Hier draußen ist ansonsten gar nichts. Shit. Okay, wir haben Knochen gefunden. Oder Ochen meinetwegen. Es war bestimmt irgendwie wieder ein Fehler beim Übersetzen, dass da nicht alle Buchstaben Platz hatten oder so. Aber wo zur Hölle soll ich hin? Bin ich gerade überfragt. Und ich glaube, es bringt auch nichts, wenn ich noch einen weiten Part jetzt hier herumirre, glaube ich.
Das Bild auf dem Boden. Ey, das sieht alles gleich aus. Ich kann mich nicht zurechtfinden. Ah, Ankleidezimmer. Da war ich noch nicht drin. Ist hier wer? Hallo? Hallo? Nee, hier drin ist scheinbar überhaupt nichts. Oh, wäre das schön, wenn die Musik jetzt nicht wieder von vorne beginnen würde. Was sie jetzt gerade tut. Oh, die macht mich doch wahnsinnig. Diese möchtige und fröhliche Musik hier. Oh, ist das die... Ich glaube, das war die Hintertür, oder? Sieht so aus, als würde es nach draußen gehen. Aber die ist auch zu. Ja, shit, verdammt. Wo soll ich denn hin? Kamera. Was ist das hier für eine Tür? Rektoren... Hä? Wie ist das Scheißteil aufgebaut hier? Ich verstehe es nicht. Wollen wir nochmal mit dem Typen hier sprechen? Ich versuch's mal. Du bist immer noch hier. Geh schon, hilf den anderen beim Putzen. Ist das klar? Nein? Nein? Die wollen mich auch gar nicht haben, verstehst du? Oh, jetzt muss ich hier irgendwo die richtige Tür für... Moment mal. Ich habe gerade eine Idee. Knochenfund, aha. Ja, Brown kann hier auch nach dem Geruch von Knochen suchen. Aber scheinbar findet er nichts. Aber es muss was zu finden geben, ansonsten könnte man die Option Fund nicht auswählen. Aha. Nee, es gibt scheinbar nichts. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, muss ich hier den Müll aufsammeln, oder? Was? Blumenvase ist mit Wasser gefüllt. Ah, ich dachte schon. Was hier? Hausflur. Mal wieder. Ah, ja, jetzt weiß ich sogar wo. Ist ja gut, Mensch. Aber die anderen lassen mich nicht mithelfen. Was soll ich denn hier? Ja, Leute, das ist jetzt ein toller Part, nicht wahr? Wir sehen uns gemeinsam die Villa an. Mhm. Sehr schön. Haben wir uns schon immer gewünscht. Seid ihr noch da, ihr Scheiß? Ja, seid ihr. Was ist los? Der will nicht... Doch. Der gefräßige Prinz wendet seinen Blick vom Mädchen ab. Als ob sie ihm zum Essen kalte Suppe serviert worden wäre. Ganz gleich wie traurig es weinte, war es ganz allein. Was für ein armes, glückloses Mädchen. Und du? Du ignorierst mich auch, oder? Scheinbar. Der schlampige Prinz wendete seinen Blick vom Mädchen ab, als ob es ein altes Spielzeug wäre. Ganz gleich, wie freundlich es lächelte, war es ganz allein. Was für ein armes, glückloses Mädchen. Oh, Jennifer! Tut mir echt leid. Verdammt, lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Geht nicht. Ihr hättet mich auch gewundert. Ja, aber... Menschenskind! Hier? Ja, da waren wir auch schon drin, ich weiß. Es muss eine bestimmte Tür geben und da wird was getriggert. Aber was und wo und wie und weshalb und was ist das hier? Oh, eine verschlossene Tür, das ist immer gut. Ja, ich bin da nicht wirklich systematisch durch die ganzen Zimmer durchgegangen, ich gebe es ja zu. Klassenzimmer, putzt hier auch wer? Nö. Hier im Spind drin irgendwas? Nö. Hier der Ofen? Nö. Hier was? Nö. Nirgendwo? Nein? Danke. Wo war ich noch nicht? Ja, bestimmt in vielen Räumen war ich noch nicht, aber... wo genau? Wo genau? Ist auch zu, das ist gut. Also ich muss die Türen dann später nochmal untersuchen. Ja. Fuck. Ja, wie gesagt, ich habe auch nichts, wonach Brown suchen könnte. Vielleicht doch. Ah, hier waren wir doch nicht. Oh, ist da heißes Wasser und das Kind zerrt es jetzt runter und verbrennt. Ja, ich weiß, das ist überhaupt nicht lustig, wenn das richtig passiert. Ist mir auch klar. Aber hier, ich mag diese Kinder nicht, versteht ihr? Okay. Hör auf zu heulen!
geht's mir auf die Nerven. Obwohl das Mädchen versuchte, die weinende Prinzessin zu trösten, weinte dies noch mehr. Am Ende das Mädchen ganz allein. Was für ein schwächliches, armes Mädchen. Da fehlt irgendwo ein Wort. Ja, im Normalfall lese ich falsch vor oder lasse Wörter aus, aber diesmal war es nicht meine Schuld. Das auch zu. Wehe, wehe, du wirfst mir jetzt auch einen Zettel an. Scheinbar nicht. Vielleicht, Moment, ich habe es nicht ein zweites Mal angesprochen. Das ist vielleicht das Problem. Versuchen wir gleich nochmal. Spiel, was willst du von mir? Spiel? Sagt nichts mehr, oder? Nee. Hätten wir uns ersparen können. Naja gut, Leute, dann werde ich halt mal den Rest des Hauses abklappern und... Ich hoffe mal, ich werde was finden. Aber Moment mal. Was war das nochmal? Ah, das war zu. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Rule of Rose. Macht's gut oder besser. Tschüss!